Auch du hast diesen Traum, Rüdiger? Wie ungewöhnlich. Was du heute hergekommen bist, kann sehr wohl Schicksal gewesen sein. Bitte erzähl mir von den Dingen, die sich in der Kirche zugetragen haben. Blablabla. Ich habe kein Wort verstanden, aber Schwester Seres wurde in ein Gemälde verwandelt. Und der Hauptmann auch? Naja, der Hauptmann. Aber Schwester Seres! Oh, was ist das? Ich spüre das Nahen einer finsteren Macht. Impa! Uns stehen schlimme Zeiten bevor. Prinzessin, vielleicht solltet ihr den werten Sahasrala um Hilfe bitten. Er ist unser würdigster Ältester und bekannt dafür, großes Wissen zu besitzen. Du hast recht, Rüdiger. Kennst du den ehrwürdigen Sahara in Kakariko? Er weiß bestimmt deinen Rat. Impa, so ist nun die Zeit gekommen. Dieser Talisman wurde mir von meinen Vorfahren vererbt. Ich gebe ihn Link. Prinzessin, seid ihr sicher? Der wurde seit 95.000 Generationen verschenkt und ihr kennt den Jungen seit 2 Minuten. Der könnte auch alles erlogen haben. Ich bin sicher. Diesen Talisman trug ich immer bei mir. All die Jahre wartete ich auf jenen, dem ich ihn überreichen sollte. Schon bald wird er für dich nützlich sein. Gib bis dahin gut auf ihn Acht. Du hast den Talisman erhalten. Die Wärme von Zeldas Haut ist noch zu spüren. Oh. Bitte berichte Sahasrala in allen Einzelheiten, was du beobachtet hast. Alles gleich, mal ein Abgang. Jetzt habe ich noch einen Talisman, den ich auch noch verkaufen kann. Ins Geschäft. Hallo, du nutzlose Wache. Fünfzig Rubine erhalten, sauber. Hi. So, dann auf nach Kakariko. Sind ja noch mehr Bilder geworden. Na du alte Schnäppe, ich bin jetzt ein Superheld. Ich werde nie wieder für deinen Alten arbeiten. Was kann ich hier schon machen? In welchem Haus konnte ich hier was machen? Ah, wir gehen zur Biberbumsebiene. Ich gehe mal davon aus, dass noch was Lustiges passiert, denn hier ist der Biberbumsebienenmann. Oh, Rüdiger, lange nicht gesumst. Hast du nicht etwa vergessen? Ich bin Sumsensammler, ein stadtbekannter Exzentriker. Sehe etwas anders aus als früher, was? Wer die Sumsen verstehen will, muss selbst zur Sumse werden. Gesagt, gesumst. Jetzt nennen mich alle in der Nachbarschaft nur noch den Sumsenmann. Aber genug davon, ich wollte dich um etwas sumsen. Aber du hast gar keine Flasche. Ich gehe ja schon eine Flasche kaufen. Ich habe gute Waren auf Lager, sieh dir an. Das ist deine Flasche, sehr praktisch. 100 Rubine, ja klar. Hi, Yoshi. Ja, ja, lass mich in Ruhe, ich wollte nur die Flasche. So, bla bla bla. Okay, ich sumse dir die Sumsen in eine Flasche und krieg einen Kescher. Yay, ich hab Kescher gefangen. So, was gibt's denn hier noch? Ein Schatztruhen-Minispiel. Truhenlotterie. Ganz kurz was nachgucken.
Rico, wie geht's dir so in deinem Bett? Ich bin müde. Rico ist müde. Ist schon hart so als Student, der den ganzen Tag nichts macht. Ah. Weiß. Alle mal eine Runde Mitleid für den faulen Rico. Du hast doch garantiert dich vor ein paar Stunden auch noch ausgeruht. Nein. Nein? Ist das Pokémon? Ja, das ist Pokémon. Na, dann gehen wir mal schnell zu Sahasrara. Denn wir müssen die Welt retten. Hilfe von Pikachu. Jetzt das Master Schwert. Prinzessin Zelda. Huch! Oh je, ich muss wohl eingedöst sein. Und nach Mühe kommt doof. Wie? Was? Oh, Rüdiger. Was ist? Du machst aber ein ernstes Gesicht. Die Welt geht unter. Oh. Die Schwester wurde in ein Gemälde verwandelt und entführt? Oh nein, ich habe eine schreckliche Ahnung. Du kennst doch sicher diese Legende. Die erzählt, was vor langer, ja. Schwester Ceres ist eine Nachfahrin der sieben Weisen, die damals Ganon, die König der Finsternis, banden. Dieser Mann, der sich Hyuga nennt, er scheint es auf die Weisen abgesehen zu haben. Kann es wirklich sein, er hat vor Ganon auferstehen zu lassen? Scheiße! Ich meine, oh nein! Ein verdächtiger Mann wurde am Ostpalast gesichtet. Ich habe meinen Schüler Osvala dorthin entsandt. Osvala ist auch ein Nachfahre der sieben Weisen. Wenn der Mann Hyuga war, schwebt Osvala in größter Gefahr. Ich würde niemals rechtzeitig dort sein. Kannst du mir helfen, Rüdiger? Überbringst du Osvala meine Nachricht? Ich habe auf deiner Karte markiert, wo der Ostpalast ist. Vergiss nicht, dass du die Karte mit Plus und Minus vergrößern und verkleinern kannst. Geh hin und verschwende keine Zeit. Okay. Und weil wir keine Zeit verschwenden sollen, ist es doch an der Zeit, ein Herzteil zu kriegen, oder Rico? Herzteile immer. Herzteil, Herzteil, Herzteil. Hallo. Willkommen beim Hühnerhagel. Früher war das hier ein Streichelzoo, aber heutzutage verlangen die Leute mehr Action. Deshalb kannst du jetzt hier im ewigen Kampf antreten. Mensch gegen Huhn. Süße Hühner, gnadenlose Action. Wer könnte da schon widerstehen? Du nicht, oder? Ich nicht. Dann werden sich die Hühner freuen. Hörst du? Sie gackern schon ganz aufgeregt. Das Spiel ist ganz einfach. Du musst im eingezäunten Bereich 30 Sekunden lang den Hühnern ausweichen. Beim ersten Mal wollen wir dich nicht gleich überfordern. Wir starten mit dem Schwierigkeitsgrad Ei. Auf der Stufe Ei kostet die Teilnahme 20 Rubine. Okay. Dann hau mal rein. Bist du körperlich und mental bereit? Dann sag ich mal Ring frei. Oh, ich liebe die Melodie dazu. Und ich habe verloren. Wie schade, das war nichts. Natürlich will ich mein ganzes Geld hier ausgeben. Wir haben Zeit dafür. Rico, du darfst ruhig reden, während ich so Minispiele mache. Ich bin nur extrem abgelenkt. Und kaum rede ich, geht's schief. Oh. Und halt mal das Publikum jetzt. Mit all deinem Charme. Da fragt man sich, wie Rico jemals eine Freundin gefunden hat. Kommt das an heutzutage, Schwesterherz? Was willst du, Mann, ja, wenn ich einen Typ so anspricht? Ah.
Warum ist Ei so schwer? Nee, ich bin nur so schlecht. Ich bin nur so schlecht. Wer aus dem Chat ist denn dafür, dass Navik das Minispiel so lange macht, bis er... Nein, Rico, du brauchst diese Diskussion gar nicht erst starten. Ich enthalte mich. Hast du gehört? Meine Schwester würde sich enthalten, wenn du kommst. Ja. Danke, dass du den Hühnern als Zielscheibe gedient hast. Ja, ich will. Ich will Küken. 30! Wucher! Oh, Fettsack! Oh, noch ein Fettsack! Hi, Tyler the Dragon. Ja, ich will nochmal spielen. I don't have enough rupees. Fuck you. Dann mach ich hier schnell deine Büsche weg und dann hab ich wieder genug Rubine. Noob, learn to play. Nah, I just have 6. Oh, 30 Rubine sind voll. Yay! Hühnerhagel, ja klar. Küken. Dann hau mal rein. Immer kommen die, die unter der Uhr durchkommen, die kriegen mich. Ich hab genug, Bitch. Muss wieder Rubine sammeln. Weißt du, ich verpasse immer nur die, die unter der Uhr sind und die treffen mich. Das ist behindert. Gib mir Geld. OMG, so bad. Yay, wieder 30 Rubine, Riku. Drück mir mal die Daumen. Oh. Wir wollen doch nicht die ganze Zeit hier im Stream Hühner jagen oder ausweichen, oder? Ich? Feed more. Halt die Fresse, Mimosa. Reported for errors. Okay. Oh, 60 Rubine bekommen.
Glucke. Ja, das kostet 50. So eine Scheiße. Dann hör mal rein. Ich hab genug von jedem Drecksspiel. Ich geh jetzt gleich weg hier. Gab's bei dem Minispiel irgendeinen Trick, Rico? Nicht scheiße sein. Wow, Rico. Ja. Gut, dass ich mit dir befreundet bin. Das ist halt so. Das würde ich nur ohne dich machen. Ich will in dem Spiel bescheißen. Gib mir einen Trick zum Bescheißen. Dann musst du das Spiel über einen Emulator spielen und Cheats eingeben. Nein, kommt nicht in Frage. Wir bleiben hier beim 3DS. Rüdiger, willst du auch mitspielen, aber die Tiere hassen dich. So, das ist jetzt der vorerst letzte Versuch, sonst gehe ich erstmal woanders hin. Vielleicht mache ich auch eine kurze Pause und gehe aufs Klo. Ich brauche noch ein paar Rubine. Ah, 50, sehr schön. Na dann bin ich noch mal kurz weg. Jo, ciao. So ein scheiß Minispiel. Ich hab genug. Bitch. Wir haben mein Geld abgenommen. Hallo, SSB Phoenix. Ich werde hier abgezogen von der Alten. Hier ist eine Biene, du Penner. Hallo? Oh, 50 Rubine, wie praktisch. Könnte ich ja, wenn ich wollte, sofort wieder ins Minispiel stecken. Na. Von dem Minispiel habe ich jetzt gerade erstmal genug. Wenden wir uns unseren wahren Aufgaben zu. So, wieder da. Bebe. Der Sumsenmann. Der ist schon bescheuert. Huch, wer ist das denn? Eine Hexe. Sag mal, konnte ich vielleicht irgendwo ein Schild kaufen in Kakariko? Weiß ich doch nicht mehr. Muss ich noch mal kurz nachgucken. Ich kann nicht einfach ohne Schild durch die Gegend rennen.
Du schon. Neue Challenge. Halt's mal. Challenge. Herz und Hinter darfst du auch nicht einsammeln. Doch. Du bist ein Witzball. Erst sagst du 100% und dann sagst du, jetzt konnte er nicht einsammeln. Ja. Musst du beides irgendwie hinkriegen. Entscheide er sich. Rubine für ein Schild. Musste ich doch. Halt ihn mit Rehe vor dich. Alles klar. Schild bekommen. So, und jetzt retten wir, glaube ich, die Welt. Hi. Ich muss die Welt retten. Ciao. Ich habe auch keine Zeit, mit dir zu quatschen. Tschüss. Weil ich die Welt rette. Ich bin wichtig. Auf zum X auf der Karte, das ihr alle nicht sehen könnt. Okay. Boom, boom. Was hältst du denn von der Theorie, dass Lana aus Hyrule Warriors ein bisschen an Fei als Mensch erinnert? Ich finde, man muss auch nicht jeden Gedanken laut äußern. Ha? So hungry, I could eat an Octo-Rock. Das war witzig, Riki. Ha, da, ha, da. Geld. Blümst du jetzt eigentlich in der gleichen Qualität wie bei OOT? Ja. Hi. Heil meine Wunden, Alter. Ich hab zwar keine, aber heil sie. Dein Upload damit voll ausgelastet? So in der Ecke, ja. Ah. Mit Sound. Hä? Ja, ich kann ja nicht gleichzeitig den Stream gucken. Ach so. Im Teamspeak nichts mehr sagen kann, weil das sau verwirrend ist. Ach so. That's too bad. Der Chat ist ein bisschen eingefroren, ist das nur bei mir so? Der Chat sagt bei mir hoi, hi, hey. Ja. Gib mir das Geld, danke. Was ist denn hier los? Ein Schalter, noch ein Schalter und eine geschlossene Tür und Hasenohrenschilder. Wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir. Ich warte im Haus südlich des Schlosses auf Sie. Gavio, fahrender Händler. Hat er jetzt in meinem Haus einen Shop eröffnet oder was? Dem reiß ich die Ohren lang. Dem reiße ich die Ohren ja mal sowas von lang. Aua. Willkommen zurück, kleiner Held. Mit deiner Großzügen lasse ich es mir hier. Was ist passiert? Du hast Schilder aufgestellt und sagst, das hier wäre dein Job. Der Ostpalast? Ah, du hast wohl mein Schild entdeckt. Ja, ich bin dort vorbeigekommen, weil ich ein schönes Plätzchen suchte, wo ich einen Laden eröffnen kann.
Aber die Gegend dort ist so monsterverseucht, dass ich gleich wieder kehrt gemacht habe. Hast du auch die Steine mit den Symbolen dort gesehen? Weißt du noch, was für Symbole darauf waren? Ja, Pfeile! Das sieht dem Ding hier ziemlich ähnlich. Oder hier, nimm mal! Du hast den Bogen ausgeliehen. Besiege Gegner aus der Ferne. Du kannst dich beim Zielen bewegen. Normalerweise gibt es meine Waren nur gegen Bares, aber wenn es dir weiterhilft, leihe ich ihn dir gerne. Nur wenn dir etwas zustößt, hätte ich ihn gerne wieder zurück, ja? Was? Wenn mir was zustößt, will er ihn wieder haben, du Arsch. So, und hier ist... jetzt wird's auch erklärt vom Spiel. Das hier ist der Ausdauerbalken. Wenn du Gravius Items verwendest, nimmt er ab. Mit der Zeit lädt er sich wieder auf. Ist er leer, kannst du eine kurze Zeit lang Gravius Gegenstände nicht mehr verwenden. Probiere es am besten gleich einmal mit dem Bogen aus. Möchtest du die Erklärung noch einmal hören? Nein. Ich habe keine Fallbegrenzung mehr, sondern nur quasi die Magiebegrenzung. Oder wie auch immer man das schimpfen will. Und die lädt sich wieder auf. Ah, die 20 Rubine da unten sind für immer weg. Für immer weg, Riku. Aber nicht nur so ein bisschen weg. Aber zum Glück geben mir hier die Statuen fast immer Rubine. Oh, 20 Rubine. Sauber. Ja, muss Riku den Chat jetzt wiederbeleben? Ist immer jetzt so weit, dass ich auf Riku angewiesen bin. Das ist ja schrecklich. Hey, gib mir Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Arschloch. Ja, das mit dem Ausleihen der Items war am Anfang wirklich ein bisschen nervig. Ja. Aber das regelt sich recht schnell, wenn man einfach immer aufmerksam durchs Spiel rennt. Jo. Wer da? Ach, du bist es nur. Der Lehrling aus der Schmiede, oder? Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Was hast du denn an einem Ort wie diesen zu suchen? Ich muss die Welt retten. Was? In der Kirche? Du bist also gekommen, um mich zurückzuholen. Ob der Mann, der hier gesehen wurde, tatsächlich dieser Yuga ist? Ich werde es herausfinden. Der alte Sahasrala macht sich mal wieder viel zu viele Sorgen. Hält er mich für einen hilflosen Schiuljung? In meinen Adern fließt das Blut der sieben Weisen. Solange ich diesen Sandstab habe, ist es auch ein monsterverseuchtes Verlies kein Problem für mich. Ja, ein Verlies, in dem kein Sand ist, aber viel Spaß mit dem Sandstab. Ich komme zurück, sobald ich herausgefunden habe, wer er ist. Bis später. So, und das wäre der erste Dungeon und den machen wir auch gleich, nachdem ich eine kurze Badezimmerpause hatte. Ah. Ja. Unterhältst du die Leute in der Zwischenzeit? Wie bitte? Was? Musst du dir das Näschen pudern? Ja, genau so. Unterhältst du die Leute in der Zwischenzeit oder muss ich ein Lied anmachen? Mach ein Lied an. Das ist schrecklich, ich mach kein Lied an. Muss ich das rausschneiden. Unterhalt die Leute. Bis grad. Und ihr unterhaltet Riku. Stellt ihm einfach blöde Fragen. Ja, stellt mir blöde Fragen. Ihr seht selten einen Idioten wie ihn und so dumme Antworten werdet ihr nie wieder hören. Riku, ich hab dich lieb. Ja, ja. Überlässt er mich hier einfach dem Chat?
Was, wenn jetzt irgendein Vieh kommt in der Zeit, in der er weg ist? Der hat nur noch anderthalb Herzen. Was, wenn die Vogelstatue ihn tötet? Rechne jetzt bestimmt 53 mal 74 aus. Ganz bestimmt. Ich bin Student und im Moment finanzieren mich meine Eltern. Aber da wird Navik bestimmt auch gleich nochmal einen Kommentar zu abgeben, sobald er wieder da ist. Ich studiere Informatik. Ah, langweilig. Und total viel Mathe. Ja, es ist schon angenehm, wenn die Eltern einen bezahlen. Also Studiengebühren und Miete und so weiter. Das ist schon cool. Wäre irgendwie schon witzig, wenn er wiederkommen würde und Game Over wäre. Ich wohne nicht zu Hause, nee. Ich wohne in einer WG mit zwei anderen mit Kack-Internet. Schade. Da ist er schon wieder und der ist noch tot. Rico ist ein Bonze und dem Eltern schieben den alles in den Arsch. Ich hab ja gesagt, da kommt noch ein Kommentar. Du bist ja auch ein Bonze. Oh, Geld. Übrigens hat mich auf Reddit jemand angeschrieben, ob ich seine Tausch für ihn mache, weil ich vertrauenswürdiger bin. Pff. Das klingt wahrscheinlich. Sollte ich unbedingt machen, oder? Ja. Warum ist die Tür da links zu? Wie mache ich die auf? Mhm. Muss für kaputt machen. Ach so. Ja. Habe ich noch nicht die Ausrüstung für. Wow, 20 Rubine. Hallo Statue.
Soll hier das Dungeon das extrem an eine Link to the Past angelehnt, wie viele andere Dungeons auch? Ich renne gegen jede Kugel. Egal. Was gibt's hier noch so zu entdecken? Nichts. Die Tür ist zu. Ups, Entschuldigung. Werde ich da rausgeschubst? Frechheit. So, man wird jetzt den Raum hier unten links. Oh nein, ich muss diesen fürchterlichen Gegner besiegen. Es sind noch mehr geworden. Aber Rubine, Geld! Kohlasche Moos! Da oben ist eine Truhe erschienen. Kompass, der verrät mir, wo Truhen sind. Wie praktisch. Oh, noch mehr Geld. Wie praktisch. Gut, dass es überall in diesem Spiel Geld gibt. Braucht man doch auch. Irgendwann ein bisschen, ja. Und Schlüssel. Aber hier ist noch ein Weg eingezeichnet. Oh, Feen. Hi. In eine Flasche. Feen sind in diesem Spiel nicht ganz so stark wie in Ocarina of Time. Sie geben einem, glaube ich, nur 8 oder 6 Herzen wieder. Was vernünftig ist, denn die Feen in Ocarina of Time sind Schwachsinn. Einfach volles Leben als Belohnung dafür, dass du einfach gestorben bist. Ja, die Leute, die ja nicht so gut in dem Spiel sind, ne? Wir töten euch alle! So, ein Teleporter zum Anfang des Dungeons, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Da schnell den Schild gezückt. Ups, hier den Schild vergessen. Was lässt denn da oben die Truhe erscheinen? Ah, alle Gegner töten. Nee, da sind nur Rubine drin. Oh, ein Monsterherz. Da fühle ich mich ja richtig belohnt. Da fühle ich mich ja gleich richtig fett belohnt. Schalter Nummer 1 betätigt. Okay, nö. Oh, Schalter Nummer 2 betätigt. Und Schalter Nummer 3 betätigt. Der Chat ist echt ziemlich ruhig. Ja, dann redet mit mir. Redet über das Dungeon. Wie gefällt euch das Dungeon?
ihr das Spiel auch schon mal durchgespielt? Was hat euch dann hier im Dungeon am wenigsten gefallen? Und Rico könnte auch mal mehr sagen. Auch. Außer, aha. Muss ich jetzt hier deinen Stream unterhalten? Nö, du musst dich nur mit mir unterhalten. Du Nase. Immer noch saumüde. Na und? Und ich muss dem Typ auf Reddit antworten. Sag ihm nein. Eine große Truhe. Leute, da ist eine große Truhe. Was da wohl drin ist? Ein großer Schlüssel. Dungeon ist wirklich eine